Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde City Skylines mit mir, dem Zinni. Und wir haben hier zuletzt weiter Wohngebiete angesiedelt. Wir haben 92.000 Einwohner, über 1 Million auf dem Konto und so langsam nähern wir uns unserem großen Ziel, den 100.000. Ich weiß nicht, nein, das werden wir diese Folge wahrscheinlich nicht schaffen, aber in einer der nächsten. Ich bin gespannt und wir wollen ja auch noch die ganzen einzigartigen Gebäude freischalten. Ich würde sagen, in der nächsten Folge setze ich dann auf alle städtischen Dienstleistungsgebäude. So, ich glaube, da sind hier die Gemeinden noch. Also jetzt muss ich mal zählen. Da fehlen noch 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was habe ich denn noch? 7, 8. Ah, ich glaube, das ist dann das Ultimative. Obwohl das nicht sein kann, oder? Was fehlt uns hier denn noch? So einen Wasserturm haben wir noch nicht. Dann setze ich mal noch so einen Wasserturm hin. Mal gucken, ob es dann... Ja, okay. Da müssen wir hier noch ein paar andere Gebäude hinsetzen. Flughafen haben wir, das haben wir auch. Wir haben Bahnhöfe, haben wir auch alle. Bushaltestellen haben wir auch. Ja gut, die Kohlekraftwerke. Jetzt muss ich hier so Schmutzkraftwerke hinbauen. Ja, es ist hier wirklich immer so, dass man auch Negativerfolge reißen muss. So, dann gucken wir mal, wo die Umweltverschmutzung am höchsten ist. Sehen wir das hier? Nee. Dann gehen wir einfach hier rüber. Ne, darüber wollte ich nicht. Wo wollte ich denn rüber? Darüber wollte ich nach Mordor. Das hier sind nur so Gebäude. Dann bauen wir die jetzt hier hin. So, ich weiß nicht, wie, ob man die quasi immer da haben muss oder ob man die wieder abreißen kann. Das werden wir jetzt rausfinden. So, 25. Wenn ich jetzt das wieder abreiße, steht da 24. Das ist Mist. Das ist ganz großer Mist. So. Die hier haben ja auch alle abgerissen, oder? Oder? Da gibt wieder keiner eine Antwort. Ist klar. Nee, das macht nur Lärm. Das können wir hier hinsetzen. Wir haben ein Atomkraftwerk noch. Wer will denn sowas haben? Mordor will den auch, das auch haben. Keine Sorge, sobald wir dieses andere Gebäude gebaut haben, reiße ich das alles wieder ab. Nein. So, darf ich jetzt das da hinsetzen? Straße ist nicht gerade genug dafür. Ich
schieben wir mal den Park dahin. So, dann das dahin. Und das hier. Dahin. Und jetzt? Mein Gott, ich werd narrisch. Es ist manchmal etwas schwierig hier. Hier haben wir doch auch viel Industrie, oder? Da? Da. Endlich. So, wir müssen auch wieder einen Staudamm bauen. Machen wir mal nur einen Mini-Staudamm. Den setzen wir hier hin. Oder? Lass mich überlegen. Ich mach den mal so hin. Und hoffe, das wird mir jetzt nicht zum Verhängnis. Wir haben ja schon schlechte Erfahrungen gemacht mit diesem ganzen Mist. Okay, erstmal schwappt das Wasser noch über. Also die Fließrichtung ist so. Nee, andersrum. Erhält sich hier überall der Wasserstand, oder? Im Moment sieht's noch gut aus. Puh. Oh Mann. Geht's höher oder meine ich das nur? Also wenn es so bleibt, ist alles gut. Wisst ihr was, ich baue jetzt einfach schnell weiter, bevor hier, und dann reißen wir das Ganze einfach wieder ab. So. 27, so, was fehlt noch? Ich glaube hier die zwei haben wir noch nicht. Die kann man nicht auf dem Wasser bauen. Also setzen wir das. Dahin. Das hier. Dahin. Uns fehlt noch ein Gebäude. Okay, was fehlt uns noch? So, Strom haben wir, das. Haben wir noch die Abwasserrohre? Ja, da. So, dann. Ich glaube, wir haben keine Mülldeponie mehr. Nee, wir haben nur noch Verbrennung. Das heißt, wohin setzen wir die? Ist nur schnell für den Übergang. Jawohl. Okay, was ist das? Kathedrale des Wohlstands. Offen für alle Religionen.
Okay, macht Lärmbelastung. Also, wohin setzen wir es? Vielleicht hier unser neues Gebiet. Wir wollen ja den Neuankömmlingen direkt zeigen, dass wir Wohlstand haben. Deswegen setzen wir das genau an die Autobahn. So. Ich weiß, das ist Wohngebiet und das macht Lärm, aber da müssen die jetzt durch. Ja, es geht auch. Also soll sich mal keiner beschweren. Wenigstens ein riesen Protzbau vor der Tür. Oh Mann. Da wird quasi der Wohlstand gepriesen. Dann haben wir den auch. So, was wollte ich machen? Zeit ist gestoppt. Sehr gut. Und dann kommst. Jetzt habe ich vergessen, wo ich das ganze Zeug gebaut habe. Das war nicht der Sinn der Sache. Da war's. So, du weg. Du weg. Du weg. Ja. Atomkraftwerk weg. So, Windkraft kann wieder weg. Solarkraft kann wieder weg. Das auch wieder weg. Okay. Unsere kleine Stadt ist jetzt nicht mehr so klein. Ja, mit 95.000 sind wir wirklich nicht mehr so klein. So. Dann gucken wir mal, was wir sonst noch haben hier. Büroflächen. Die haben wir auch fast geschafft. Wir brauchen... Ah, Büro ist Industrie, das weiß ich. Bürogebiet 1000. So, was ist hier jetzt? Jetzt müssen wir mal gucken. 300 städtische Dienstleistungsgebäude. Ach so, ja, okay. Da bauen wir gleich noch ein bisschen Krankenhäuser und Polizei und so weiter. Wir brauchen noch drei Universitäten. Das kriegen wir auch hin. Gewerbegebiet. Und hier war Bürogebiet, ja. Das erschaffen wir, wie gesagt, nicht. Was ist hier noch? Alle Steuersätze 4%. Okay, da brauchen wir ein bisschen Kohle für. Aber das können wir auch noch schaffen. Das muss ja bestimmt ein paar Wochen so halten. So, was wollte ich? Die Unis wollte ich bauen. Dann mache ich das jetzt noch. Und das ist Universität. So, wo haben wir denn welche? Da ist eine, da ist eine, da sind zwei. Wieso brauche ich denn zwei Universitäten dahin? Aber scheinbar werden sie ja gebraucht. Weil hier ist ja schon mal Unimangel. Wenn ich mir das so angucke. Alles so Wissgebiet. Begierige Menschen, so heißt's. So, ein Nachtrag noch zur Folge gestern. Hatte ich ganz vergessen. Und zwar gibt es noch was für diese Woche. Und zwar werde ich auf einem Kanal Synchronsprecher werden. Für einen ganz kurzen Moment. Und zwar werde ich einen Serienkiller quasi synchron sprechen. Das könnte eine ganz lustige Sache werden.
Ja, also da trage ich quasi ein kleines Zitat von diesem Serienmörder, gebe ich da zum Besten. Ich werde euch das, wenn es schon raus ist, an der nächsten, in der nächsten, werde ich euch das unten in der Videobeschreibung verlinken. Was ist denn jetzt los? Wo habe ich denn? Wo war das denn mit den Unis? Ich bin manchmal so verpeilt, das gibt's nicht. Ah. 10 Wochen soll es bleiben. Das kriegen wir hin. Sogar mit mehr Geschwindigkeit. So. Ja, wie gesagt, da werde ich im Video so quasi die Anfangssequenz sagen. Und dann fängt das Video an, wo der Serienkiller quasi erklärt wird. Und ja, ich hatte einfach Bock drauf. Ach, dich könnte ich auch abreißen. Und ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn ich öfter sowas machen soll, dann sagt mir das auch mal. Also ich habe immer Spaß an so Aktionen. Ja, aber ich meine, im Prinzip werde ich so oder so machen. Egal, was ihr sagt. Aber trotzdem würde ich mir gerne wissen, was ihr davon haltet, dass ich quasi mir meine Fühler so weit ausstrecke, also in alle möglichen Richtungen ausstrecke, um quasi auch ein bisschen Präsenz zu zeigen und vielleicht auch Leute auf meinen Kanal aufmerksam zu machen. Und ja, ich will auch ein bisschen weiter streuen und nicht nur Let's Plays machen. Ich habe ja so zwischendrin mal jetzt so ein Fun-Video gemacht, wenn ihr es vielleicht gesehen habt. Und sowas will ich verstärken. Ich habe auch noch, also ich hatte ja von Anfang an in meine Videobeschreibung geschrieben, dass ich auch ein großer Film-Nerd bin und will auch mal irgendwie sowas mit Filmen machen. Ich weiß noch nicht, was genau. Aber da fällt mir schon noch irgendwas ein. Ja, demnächst will ich mal ein bisschen mich an Kanalvorstellungen versuchen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Creepypastas, das sind so Horrorgeschichten, die quasi vorgelesen werden. Und da will ich mich vielleicht auch mal versuchen. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe auch so ein bisschen Interesse an so, sag ich mal, Thema Horror, aber halt auch am Thema, wie heißt denn das? Synchronisation, Hörspielen und so weiter. Und da. Kann man das ja gut auf YouTube quasi verbinden mit solchen Sachen. Jetzt weiß ich schon, die Cathy Cutter, die sagt jetzt wieder, ja, aber ich mag ja keinen Horror. Ich werde auch mal Sachen synchronisieren, die kein Horror sind. Weil darum geht es mir eigentlich nicht. Es geht mir eigentlich insgesamt darum, so ein bisschen Hörspiel zu machen. Ein Kumpel von mir ist auch am Überlegen, ob er vielleicht einen Stop-Motion-Kanal aufmacht. Und da habe ich gesagt, wenn du einen Synchronsprecher brauchst, dann sag mir Bescheid. Ich bin da. Vor allem ich. Weil das ist das, was ich mir gerade am Abgewöhnen bin. Dieses ganze Ich und Nüsch. Und hast du nicht gesehen? Klar ist das sehr sympathisch beim Let's Playen, wenn man so ein bisschen Dialekt drin hat. Aber es ist dann, wenn man irgendwie ein bisschen professioneller irgendwas vortragen will, dann sollte man sich das ein bisschen abgewöhnen. Das heißt nicht, dass man es komplett ablegen muss, dass man sich verändern muss, sondern nur für diese Sprechrolle.
Weil, man verkörpert sich ja auch in dem Sinne dann in der Zeit nicht selber, sondern eine Rolle, also ein Alter Ego oder ein... wie kann man es denn nennen? Ja, wie ein Schauspieler quasi. Nur, dass man halt nur seine Stimme nutzt und nicht irgendwie noch mit seinem Körper arbeitet oder seinem Ausdruck arbeitet. Finde ich ein sehr interessantes Thema und ich denke vor allem halt Let's Player arbeiten halt viel mit ihrer Stimme. Und viele machen es ja schon, ich versuche es ja auch manchmal dann quasi so, wenn die Spielfigur nichts sagt, dass ich der selber Worte in den Mund lege. Und das ist ja nichts anderes wie synchronisieren. Und da gibt es ein paar Talente und ich würde gerne öfter mal sehen, dass, dass zum Beispiel Videospielfirmen oder auch von Filmen oder sowas, dass die Synchronisation, wenn die Filme halt im Original im Englischen sind, dass man sich da auch mal vielleicht Let's Player zur Hand nimmt oder sowas. Oder YouTuber, die dann quasi Sprechrollen übernehmen. Ich weiß zum Beispiel, dass bei The Witcher 3 haben Kong, Saraza und die Maxi von High Five haben da drei Trolle synchronisiert. Die Stimmen sind zwar komplett verzerrt und sowas, aber das ist ja mal ein Anfang. Ich denke, da gibt es auch genug, die professionell damit arbeiten könnten. Es gehört natürlich mehr dazu bei einem Synchronsprecher als eine gute Stimme. Aber okay. Gut, ich würde sagen, die Folge ist auch mal wieder lang genug. Wir gucken uns hier mal den Megastau an. Oh Gott. Ich danke euch vielmals fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.